Nano Banana Pro. Unsere Server sind am Glühen, genauer gesagt die GPUs und TPUs, mit denen Google unsere Bildchen produziert. Denn es liegt vor allem an euch und an mir, dass so viel gemacht wird. Und das liegt daran, dass Google ein verdammt gutes KI-Modell, nämlich Nano Banana, auf dem Markt hat und jetzt Nano Banana Pro. Wir schauen uns in diesem Video an, was heißt das ganz genau? Also ganz genau Nano Banana, was kann ich damit machen? Warum ist das so krass? Was bedeutet das Pro dahinter? Und noch viel wichtiger, was heißt das für die Zukunft von KI, Social Media und unserer Realität, die wir im Internet erleben? Und ihr kommt an Nano Banana über die Gemini App. Und wenn ihr umfassenden Zugriff haben wollt, dann braucht ihr den Plus, Pro oder Ultra Account. Das ist das, was ich eingangs meinte mit, die Server sind momentan am Glühen. Das merkt ihr auch in den echten Euros. Und wenn ihr dann kein Wasserzeichen haben wollt, weil selbst mit dem Ultra-Account haben wir teilweise Wasserzeichen drin, vermutlich macht Google das, weil könnte bedenklich sein oder musst du prüfen oder wie auch immer, dann geht das nur über die API, also über das AI Studio von Google, habt ihr aber auch mit dem Google-Account, oder über Anbieter, die wir zum Beispiel nutzen. Achtung, das ist keine Werbung, aber nutzen wir. FreePic kostet halt auch Geld, aber das ist dann professionelle KI-Bildbearbeitung. So kann man eigentlich da reinkommen. Wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr, ich habe lange Zeit erklärt, hört auf zu googeln, ihr müsst KI anders denken. Und was ich damit meine ist, ihr müsst der KI mehr Kontext geben. Und das gilt jetzt umso mehr für Nano Banana Pro, weil das wie so ein Reasoning-Modus, also wie ein Thinking-Modus funktioniert. Früher haben Leute so Bilder gemacht mit Büroszene, Holz im Hintergrund, Typen mit brauner Jacke, so Stichworte. Jetzt ist es so, very handsome guy, with glasses, in a nice, cozy office atmosphere, brown jacket. Also das heißt, man gibt viel mehr Kontext rein, noch mehr, als ich es jetzt gerade benutzt habe. Und das, was jetzt passiert mit dem Pro-Modus von Nano Banana ist, der beginnt, diesen Kontext zu verstehen, also kann darüber nachdenken und das deutlich weiter ausformulieren. Und das Ergebnis, was ihr bekommt, ist Welten dazwischen. Bei Bild-KIs ist es deutlich effektiver, auf Englisch zu schreiben als auf Deutsch. Wenn ihr sagt, boah, kann ich aber nicht so gut, dann lasst ihr es halt euch auf Deutsch schreiben und auf Englisch übersetzen. Das hat auch mit den Tokens zu tun. Es gibt einfach im Englischen deutlich mehr und vermutlich wurde auch deutlich mehr darauf trainiert. Und deswegen bleibt, wenn ihr könnt, im Englischen. Wenn ihr euch merkt, für wen ist das Bild, was soll alles auf dem Bild sein, warum brauche ich das Bild, wo soll es erscheinen, wie sind die Texturen, wie ist die Beleuchtung, mit welcher Kamera soll es aufgenommen worden sein, habe ich es selbst gemacht, ist es Cinematic, ist es Studio. Das sind alles so Punkte, die könnt ihr euch auflisten. Wenn ihr sagt, die fallen mir alle nicht ein, Mann, Leute, dann benutzt ihr ChatGPT oder halt Gemini und sagt, was würde ein professioneller Fotograf, Fotografin jetzt abfragen und machen und schon habt ihr das Ganze. Jetzt kommt aber die Superpower von Nano Banana. Und dadurch ist das Ganze auch durch die Decke gegangen. Google hat deutlich bessere Continuity. Das bedeutet, ihr packt ein Bild von mir meinetwegen rein und sagt, generiere mir diesen Typen. Orientiere dich genau daran. Und Nano Banana Pro kann bis zu 14 Vorlagen reinnehmen, an denen sich dann Gemini orientiert und euer Bild baut. Das ist sehr krass. Instagram ist voll davon, wo Leute das zeigen und sagen, guck mal, so kann man prompten, so kann man prompten, so kann man prompten. Das heißt, da findet ihr unfassbar viele Vorlagen und auch Ideen und auch für Posen und so weiter, die ihr nachbauen könnt. Und das Weitere, was Google so unfassbar gut hinbekommt, und das ist in Bild-KIs nie einfach gewesen, Texte darzustellen. Man hat super viel random Stuff lange Zeit gesehen. Lange Zeit, das ist alles irgendwie so ein Jahr her, ne? Und Google kann jetzt extrem präzise die Texte darstellen. Völlig egal, ob ihr sagt, das ist handgeschrieben auf einem Whiteboard. Das heißt, ihr kriegt nicht nur einfach Fotos generiert, sondern könnt euch wirklich fertige Grafiken zeigen lassen. So, jetzt habt ihr einen groben Überblick, wie man promptet. Und wie immer gilt, ihr müsst es ausprobieren, um besser zu werden. Ihr könnt nicht sagen, hier ist das Schema und das mache ich jetzt jedes Mal, sondern man wird immer ein bisschen besser, wenn man es testet. Schauen wir uns einfach mal genau dafür ein paar Beispiele an, was man jetzt konkret damit machen kann. Jetzt habe ich so oft Pro gesagt, da habe ich was für euch. Wir haben jetzt mittlerweile den Finaltag unserer zweiten Kohorte gehabt vom 12-Week AI Excellence Kurs in 12 Wochen zum absoluten Pro-User. Die vierte Kohorte startet demnächst. Die findet ihr bei uns unter shop.blackboard.com. Was ist das? Ihr werdet innerhalb von 12 Wochen von ich will KI besser verstehen zu einem wirklichen Pro-User. Und bei uns geht es darum, nicht einfach nur irgendwelche Tools zu lernen. Wir sagen mal vom Tooltourist zum AI-Anwendungsweltmeister, weil es um das Lernen zu lernen geht. Also wirklich zu verstehen, was sind die Sachen hinter diesen Tools? Was kann ich damit tun? Den Ideen sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist unser Pro-Kurs, shop.blackboard.com, findet ihr unten direkt drin und ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
der most obvious use case, sagen wir, ihr habt eine eigene Firma, ihr habt ein eigenes Business, Restaurant oder ihr macht Coaching oder ihr habt ein Produkt, was ihr online vertreibt, was auch immer. Ihr könnt super leicht natürlich ein ganzes Set an Produktfotos generieren, weil ihr quasi ein Produkt habt, was ihr vertreiben wollt. Das könnt ihr in jedwede Szene setzen, überall einbauen mit dieser Prompt-Technik und das immer weiter verfeinern. Das Geile ist natürlich auch in dem Look, den ihr haben wollt. PowerPoints sind häufig deswegen so schlecht, weil die Leute entweder irgendwelche Stockbilder verwenden, die überhaupt nicht dazu passen, oder Moodbilder, die so völlig aus dem Kontext raus sind oder dann sagen gar keine Bilder zum Beispiel. Und das Schöne ist, jetzt könnt ihr super simpel einfach ein Referenzbild hochladen und sagen, ich will zum Beispiel ein Titelbild mit der Agenda von dem Workshop, das ist jetzt ein Referenzbild, und ich möchte, dass die Agenda auf diesem Whiteboard, was da zu sehen ist, handgeschrieben ist. Schon habt ihr passend zu dem Inhalt ein perfektes Referenzbild und jetzt kommt ein Trick. Wenn das noch nicht 100% ist mit dem ersten Prompt, dann macht nicht den Fehler, dass ihr sagt, und nochmal neu und nochmal neu und nochmal wieder neu, sondern geht bis zu 80% und dann beginnt ihr, das weiter zu verfeilen. Sagt, ändere die Schrift nochmal folgendermaßen. Macht die Abstände nochmal größer. Das heißt, Nano Banana Pro versteht dann deutlich besser in Bezug auf das Bild, was ihr da habt und das Referenzbild, wo ihr hinwollt. Und schon kommt ihr in wirklich wenigen Prompts zu einem extrem hochwertigen Ergebnis. Und ich finde, das hat nichts mit AI-Slop zu tun, also mit so hingeschmiertem AI-Kram, sondern wenn man sich diese Mühe macht, seinen Inhalt visuell zu verknüpfen, dann könnte unser Leben mit PowerPoint vielleicht irgendwann besser werden. Und diese 80-20-Regel bei der Bearbeitung, die wirkt wie eine Kleinigkeit, aber ihr könnt damit natürlich super einfach sagen, weiß ich nicht, mach den Himmel, mach's zur Nacht oder mach's zum Winter oder mach's hell-dunkel. Also das heißt, ihr könnt durch einen Prompt das Editing durchführen. Und das, glaube ich, was sich entwickeln wird im Produkt, ist, dass man bestimmte Bereiche markieren kann. Das kennt ihr schon teilweise aus den Foto-Apps oder von einem iPhone oder wo auch immer, dass man bestimmte Bereiche markiert und sagt, änder das. Das wird kommen, aber Google experimentiert mit deutlich anderen Wegen innerhalb des Modells. Und das erlebt ihr, wenn ihr diese 80-20-Regel eben beherzigt. Und jetzt kommt etwas, das darf man echt nicht unterschätzen. Und das ist die Superpower von Google. Ihr habt jetzt schon eine Idee davon, was passieren kann, wenn diese ganzen Bild-KIs auf dem Markt sind. Und davon gibt es einige, nicht nur Gemini. Was aber Gemini macht, ist die Verknüpfung zur Google Search. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, mach mir ein Bild mit dem Aktienkurs von Nvidia, das soll so aussehen wie bei einem Stockbroker. Ich glaube, das war das Beispiel, das sie gezeigt haben. Dann zieht es die Echtzeitdaten von Nvidia und packt die ins Bild. Das heißt, grounded in reality bei Google. Zwei Sachen sind dabei wichtig. Es ist die Realität, das heißt, Google sucht. Und das zweite ist das Thema Vertrauen. Auf die Google-Suche vertraut man. Und das wird ein Bild von Nano Banana Pro vielleicht auch in der Credibility aufwerten, weil die sich an bestimmte Richtlinien halten. Let's see. Auch da, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, das mal zu probieren. Und natürlich kann es sein, dass es manchmal noch nicht exakt trifft. Es ist immer noch generative KI. Aber dass das mit einem Prompt geht und mit einem Ergebnis soweit kommt, das ist absolut abgefahren. Und auch jetzt habt ihr von den Schritten davor einmal verstanden, wenn ihr sagt, coole Infografik, die hätte ich jetzt aber gerne in meinem Firmen-CI, dann dürft ihr euch nicht zurücklehnen und sagen, wen rufe ich jetzt an, sondern ihr macht einen Prompt und sagt, hier sind zwei, drei Beispiele meiner CI, baue mir das jetzt um in meine CI. Oder ich will diese Infografik auf einem Whiteboard, handgemalt, würde theoretisch auch gehen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ihr seht, das Limit ist wirklich, und mir fallen die Sachen manchmal selber gar nicht ein, weil ich halt viel stärker in Konzepten arbeite häufig als jetzt in Bildern. Aber deswegen ist dieser Austausch im Team auch so wichtig und das, was wir hier auch machen, dass ihr sagt, ich habe eine Idee, so würde ich es machen. Deswegen denkt dran, schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Idee habt und teilt die mit der Community hier. Und dann nehmen wir nochmal ein Beispiel hier von YouTube. Wenn ihr sagt, hey, da ist ein Video oder ich habe ein Video gemacht, so machen wir das häufig, gebt ihr den Link rein, sagt Gemini, schau dir mal dieses Video an, was sind die wichtigsten Kernaussagen da drin, was könnte auf einem Bild stehen darüber, auf einer Infografik oder wie könnte man das darstellen, bekommt es aufgelistet und sagt, super, daraus generierst du mir jetzt mal ein Karussell für Instagram, also wo man Bilder durchswipen kann mit Infografiken, passend zu diesem Video, auch in dem Design von diesem Video. Falls das noch nicht passt, ladet ihr wieder ein Referenzbild rein, dass ihr sagt, so soll das aussehen. Und so habt ihr mit zwei, drei Prompts in 3 Minuten ein fertiges Instagram-Karussell generiert aus einem Video. Das heißt, ihr habt aus einem Inhalt von einer Art von Content eine neue Art von Content gemacht. Und wenn ihr sagt, boah, das ist doch aber nur AI-Slop, also wieder hingeschmissene KI, hey Leute, das liegt an euch dazwischen. Generiert ihr was Sinnvolles daraus, was ein sinnvoller Beitrag für alle anderen ist, oder ist es quatschig?
Und AI-Slop ist ein super Stichwort, denn einer der großen Punkte, die jetzt natürlich kommen, sind, haben wir jetzt nur noch Fake-Bilder, die mit KI generiert wurden und wir können keinen Unterschied mehr sehen. Und da hat Google als eine Firma, die genau weiß, am Ende kommt es auf Vertrauen drauf an. Denn wenn wir diesen Services nicht vertrauen, kaufen wir sie auch nicht. Das heißt, im Kern verkaufen Google und alle großen Vertrauen. Und dafür haben sie, das gab es vorher auch schon, aber das ist jetzt einen Schritt weiter gegangen, ein Wasserzeichen entwickelt. SynthID nennt sich das jetzt bei den Bildern von Nano Banana Pro. Das hat DeepMind, also der KI-Arm von Google, entwickelt. Und anders als bei klassischen Daten, Metadaten von Bildern, die relativ leicht entfernt werden können, ist die SynthID in dem Bild verankert, das heißt in den Pixeln. Einzelne Pixel sind minimal verändert, sodass ein menschliches Auge keinen Unterschied sehen kann, aber Google mit den Tools, die dafür vorgesehen sind, auslesen kann, das ist KI generiert und das ist nicht KI generiert. Das ist also ein Wasserzeichen, was 90-95% schon mal standhält. Und das ist ein echt wichtiger Schritt, weil es ist relativ leicht, Bilder zu manipulieren. Das habt ihr jetzt gesehen. Und es gibt auch viele Tools, um das trotzdem weiterhin zu machen. Und dann abzuprüfen, zu sagen, ich kann nicht 100% überprüfen, ob KI generiert oder nicht, könnte man auch sagen, hey, da bin ich erstmal skeptisch. Und das ist noch ein Thema, das müssen wir echt lösen. Das müssen wir in den Griff bekommen. Und ich glaube, das wird ein größeres Problem, als man sich vorstellen kann. Denn wir Menschen reagieren auf Bilder emotional. Das macht was im Hirn mit uns. Sehen das Bild und denken erstmal, boah, krass, kann das sein? Und da ist natürlich wirklich der Vorschuss von Google der richtige, zu sagen, wird das ein Standard, auf den wir dann setzen, sodass die Bilder, die KI generiert sind, auch wirklich sauber ausgewertet werden können. Die zwei Sachen, die man sieht, ist einmal, wie schnell das jetzt ging. Wir reden jetzt von ein paar Jahren im Vergleich zu Jahrzehnten Entwicklung vorher bei der Technologie, mit der wir täglich arbeiten. Das heißt, PowerPoint, also dieses Thema, meine KI kann keine PowerPoint machen, das wird gelöst sein. Und das Thema Videogenerierung könnt ihr relativ logisch von da ableiten, wie krass das werden wird, wenn man plötzlich merkt, was alles schon möglich ist. Also Deepfakes mit Videos wird ein immer größeres Thema im Alltag werden. Es sei denn, solche Sachen wie die SynthID werden größeren Einzug halten. Und das Zweite, was ich definitiv sehe, ist, wir Menschen tendieren dazu zu sagen, oh Gott, das wird jetzt ganz viel ersetzen. Und da will ich einfach nochmal betonen, so funktioniert es nicht. Das Paradox ist tatsächlich, wir haben ein neues Tool und machen dann nicht weniger mit dem alten, sondern wir machen insgesamt mehr. Das heißt, es wird nicht entweder oder sein, es wird sich verändern. Aber es ist eine neue Technologie und es lohnt sich nur, sich da wirklich reinzugeben, einzutauchen, das zu lernen. Deswegen sage ich immer, vom Tool-Tourist zum AI-Anwendungsweltmeister, das ist das, worum es hier geht. Deswegen freue ich mich, dass ihr bis hier dabei gewesen seid. Und wenn euch das gefällt, nächste Woche gibt es wieder ein neues Video. Denkt an unseren neuen Podcast, der heißt AI to the DNA. Da geht es genau darum. Und wir schauen uns dann hier auch auf YouTube weiter die Themen an, die Spaß machen.